Sonntag, 5. Juli, hier ist Kripo Live. Guten Abend. Meist sind ältere Menschen die Opfer. Guten Tag. Guten Tag, wir sind von den Wasserwerken. Die Masche der Trickbetrüger ist dreist und perfide. Sie geben vor, Handwerker zu sein. Am Ende aber fehlen Schmuck und das Ersparte der Senioren. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Das ist irgendwie so niederdrückend. Die Opfer bleiben hilflos zurück. Und die Fälle häufen sich. Vermutlich reisen derzeit mehrere Täter mit dieser Masche durch Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. In Halle kann die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen ein Phantombild von einem der Betrüger erstellen. Möglicherweise war dieser Täter auch in Thüringen unterwegs. In der Umgebung von Jena bei Dietrich und Ellen Keimling. Auch sie sind Opfer von Trickbetrügern geworden. Wer denkt sich, wenn es klingelt, dass die Leute, egal wer draußen steht, dass die vorhaben zu klauen? Also Samstag, 20. Juni 2015. Vermutlich haben die Täter das Rentner-Ehepaar ausgespäht, ohne dass die Senioren davon etwas bemerkt haben. So wissen die Betrüger genau, in welchem Haus und in welcher Wohnung die alten Leute leben. Dass dieser Trickbetrug immer wieder funktioniert, liegt auch daran, dass die Täter ähnlich wie Handwerker angezogen sind. Nicht selten zeigen sie an der Tür auch einen gefälschten Ausweis und geben vor, einen offiziellen Auftrag zu haben. Sie täuschen einen Notfall vor. Wir kommen von der Wasserwirtschaft. Wir hatten in der Außenanlage ein Wasserbruch. Und da müsste in der Wohnung abgestellt werden. Sind die Täter erst einmal in der Wohnung, ist alles zu spät. Es beginnt ein hinterlistiges Bauerntheater, mit dem einer der Betrüger die Rentner längere Zeit beschäftigt und ablenkt. Voneinander getrennt müssen die Senioren in Bad und Küche immer wieder das Wasser auf- und zudrehen. Ja, er hat uns dann angewiesen, ob wir gewillt wären, meine Frau in der Küche, ich im Bad, mal kalt, mal warm laufen zu lassen. Und das hat sich mehrfach wiederholt, 2 bis 3 Minuten. Die alten Leute werden komplett durch einen der Täter abgelenkt. Dass der zweite Täter währenddessen die übrigen Räume nach Bargeld und Wertsachen durchsucht, bemerken sie nicht. Die Senioren sind in Küche und Bad ununterbrochen nur mit dem Wasser beschäftigt. Noch etwas weniger? Ich habe mir nicht dabei gedacht, da muss ich ehrlich sein. Das hat sich, wie gesagt, eine halbe Stunde hingezogen. Wenn der zweite Täter genügend Beute gefunden hat, endet das makabre Spiel. Die Betrüger ziehen sich jetzt eilig aus der Wohnung zurück. Na gut, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Die Opfer merken meist erst viel später, dass sie hereingelegt und obendrein bestohlen wurden. Man denkt immer, man verarbeitet es, aber das geht nicht so einfach. Weil ein das ja immer wieder kommt. 6.000 Euro in bar haben die Diebe beim Ehepaar Keimling gestohlen. Geld, welches für anstehende Behandlungen und Medikamente der schwer erkrankten Ehefrau zurückgelegt war. Nun ist es weg. Genauso wie der gesamte Familienschmuck. In Zukunft guckt man und da kommt keiner mit rein. Wenn Handwerker unangemeldet vor der Tür stehen, sollte man immer fragen, von welchem Unternehmen sie kommen. Wenn es ein örtlicher Versorgungsbetrieb ist, dann sollte man auf jeden Fall bei dem örtlichen Versorger anrufen und die Rechtmäßigkeit des Erscheinens dieses Mannes zu erfragen. Man sollte fragen, wer ist denn geschickt worden, mit welchem Auftrag. Wird dieser Auftrag nicht bestätigt, dann auf gar keinen Fall diesen Menschen in die Wohnung lassen. Zu einem der Täter gibt es ein Phantombild. Dieser Mann ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 groß und schlank. Auffällig ist seine schmale Gesichtsform sowie das spitze Kinn und die spitze Nase. Der Mann hatte zur Tatzeit einen Bart sowie schwarze Haare und wirkte recht gebräunt.
Bekleidet war dieser Täter mit einer dunklen Hose, silberfarbener Jacke und er hatte eine Brille auf. Zu dem anderen gesuchten Mann gibt es lediglich die Angaben, er sei ca. 30 Jahre alt, groß und dick. Zusammen ergeben die schon ein auffälliges Paar. Wissen Sie, wer die Gesuchten sind oder kennen Sie den Mann auf dem Phantombild? Dann rufen Sie bei der Kripo Halle an, Telefonnummer 0345 224 und die 2000. Die Polizei geht davon aus, dass jedoch nicht nur diese beiden Betrüger mit der Masche unterwegs sind, sondern auch andere Täter diese Methode nutzen.